Die Ausbildung Hypnagoges Atmen und transpersonale Prozessarbeit möchte ich nicht mehr missen. Im Gegenteil, ich würde sie direkt nochmal machen. Also, sie hat mir derartig viel gebracht auf allen Ebenen, dass ich wirklich sagen kann, ein Glück, dass ich hier hingekommen bin. Wobei das Hypnagoge Atem mich sehr vorangebracht hat, insofern, dass ich vorher bei Atemprozessen oft die Tendenz hatte, zu dissoziieren und in den Shutdown zu gehen und mein Nervensystem damit regelmäßig abgefahren habe oder abgeschmiert habe. Und diese Form des Atmens hat mich in meinem Nervensystem stabilisiert und natürlich machte das der Rahmen auch nochmal aus, dass ein Wohlwollen da war und eine liebevolle Umgebung, dass der Raum gut gehalten wurde, dass die Gruppe und vor allem Jörg, sage ich jetzt mal so, in der Lage waren, den Raum derart zu gestalten, dass man sich vertrauensvoll auf seinen Prozess einlassen konnte. Und da habe ich wirklich lichtvolle Erfahrungen machen dürfen, die mein weiteres Dasein geprägt haben, würde ich sagen. Und ja, und der Gruppenprozess als solcher war auch sehr bereichernd, weil man mit dem Wissen, was einem zuvor mitgeteilt wurde, im Grunde genommen gut zusammengehen durfte und sich das so die Hand reichte, so das Wissen und das Atmen und die Gruppe und der Prozess und alles sich miteinander gut verwoben hat, sodass und auch noch immer tut, sodass so viel Lernen stattgefunden hat und nach wie vor weiter stattfindet, dass ich sicherlich noch länger damit zu tun haben werde. Also es hat mein Weltbild schon ein Stück gut verändert, würde ich sagen. Also dass ich jetzt weiß, dass ich ein Teil noch stärker weiß, dass ich ein Teil des Ganzen bin und gute Möglichkeiten habe, mein Umfeld und mich zu beeinflussen. In der ersten Linie mich und dahingehend weiter mein Umfeld dann. Ja, vielen Dank.